Ich habe jetzt ein Buch rausgebracht, falls es einer noch nicht mitbekommen haben sollte. Heißt Hallo, hier spricht das Leben und ist bei Book on Demand erschienen. Kann man natürlich überall käuflich erwerben und auch als E-Book jetzt abdrucken. Lest dann mal Prima. was aus dem Buch. Ach, passt ja gerade zum Thema, was ist Liebe? Jo, schauen wir mal, ob wir da was rausfinden. Was ist Liebe, wenn du sie nicht benennst? Liebe ist nicht zu benennen. Liebe ist, tja, da kann man eigentlich schon aufhören. Das ist alles gesagt im Grunde genommen. Denn alles, was benannt werden kann oder was benannt wird, ist eh nicht das, was ist. In diesem Sinne. Aber dann, wenn man gar nichts benennen würde, wäre es auch sehr still. Hört man ja nichts. Nur ja auch langweilig. Liebe, die benannt wird, ist keine Liebe. Sie ist eine Vorstellung. Ohne eine Vorstellung, wo ist da Liebe? Gibt es da überhaupt Liebe? Was ist in diesem Augenblick? Einfach so, im einfachen Erleben dessen, was ist, ohne Einmischung einer Person, kann in meiner Abwesenheit Liebe sein, absolute Liebe? Wenn ich nicht bin, wenn ich mich vollkommen rausnehme aus der Situation. Tja, wie soll das gehen? Gar nicht sein. Sich vollkommen aus einer Situation rausnehmen. Wie soll das funktionieren? Und der Verstand denkt sofort, tja, wenn ich mich da vollkommen rausnehme, ja, was soll ich da noch mitkriegen? Und es ist ja im Grunde genommen auch so. Und doch ist es so, wenn der Verstand ruhig ist, bekommt man viel mehr mit, als wenn das Köpfchen da oben plappert. Das ist so, das hat der eine oder andere wahrscheinlich auch schon bemerkt. Jo. Ich habe dann aber nichts mehr in der Hand. Wie soll das dann laufen? Tja, käme auf einen Versuch an, den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Mal ganz ehrlich, die Dinge laufen so oder so, genau wie sie sollen. Vollkommen egal, ob wir das zulassen oder nicht. Die Welt kümmert sich nicht um uns. Die macht ihr eigenes Ding. Und ich? Wo bleibe ich dabei, wenn alles sowieso so läuft, wie es läuft? Tja, wo bleibe ich? Wo bin ich da überhaupt? Die allseits so beliebte Frage, wer bin ich, wo bin ich, was bin ich oder bin ich überhaupt und wenn? Tja, also eine beruhigende Antwort an der ganzen oder in dieser ganzen Situation ist, dass man sowieso ist, ob man will oder nicht. Und das hat damit gar nichts zu tun, ob man denkt, dass man ist oder denkt, dass man nicht ist. Weil man ist ja sowieso einfach da. So oder so. Da wird man nicht gefragt, ob man da ist. Das passiert einfach. Ob du willst oder nicht, du bist da. Da machst du nichts. So ist das. Du, sorry, du warst noch nie anwesend, hast es nur gedacht, vollkommen eingebildet, ein Schatten, nicht mehr und nicht weniger. Und doch bist du alles, was ist. Ja, das ist der Punkt. Doch, doch bist du alles, was ist. Du bist nicht da. Aber trotzdem bist du alles. Wie kann sowas gehen? Das merkt man ganz deutlich, wenn man wach wird morgens, wenn so die erste Wahrnehmung erscheint, bevor so mal ein Gedanke kommt und dann natürlich noch mehr Gedanken. Dann merkt man diese Präsenz. Abends vorm Einschlafen ist es auch sehr schön wahrnehmbar. Nur das weiß gar nichts. Es ist einfach nur da, weiß noch nicht mal, dass es da ist. Es ist einfach anwesend, wie auch immer. So ist das. Wenn es nicht plappert, ist absolute Stille. Und es das heißt nicht, dass wenn man plappert, diese Stille dann nicht mehr da ist.
Und es scheint einfach nur ein Wort oder mehrere Wörter in dieser Stille. Aber diese Stille bleibt immer vollkommen unberührt von allem, die ist. Kann man jetzt als Weite bezeichnen oder als sonst was. Oder es sind auch nur Wörter für irgendwas, was der Verstand eh nie verstehen kann. Fühlen kann man es, aber benennen kann man es eigentlich gar nicht. Und das, was hier ist, das ist nicht getrennt von gar nichts. Das ist die absolute Abwesenheit von allem. Abwesenheit von Anwesenheit und Abwesenheit von Abwesenheit. Wenn man das überhaupt in Worte fassen will. So ähnlich. Tja, in diesem Sinne war es das jetzt erstmal. Ich verabschiede mich und sag mal, bis zum nächsten Mal.